Lol, Leute, ein Live-Event für Fortnite kommt und deswegen schlucken die Leute auch alle möglichen Informationen. Auf den sozialen Medien TikTok und Twitter kursierten die geleakten Entwicklerversionsbilder aus dem Live-Event und die Leute sind darauf reingefallen. Was sie nicht wussten ist, dass dahinter nicht ich dahinter stecken, sondern auch nicht Dio, sondern Piku. Hat jemand die Jojo-Referenz verstanden? Nein? Hier nochmal. Es war ganze Zeit Piku. Und der hat ein Live-Event erstellt und damit die gesamten sozialen Medien von YouTube und so weiter getrollt, von Fortnite. Wir schauen uns das Ding an, geben dem Ganzen einen Like-Button und... If you're familiar with Fortnite Leaks, you've probably seen one of these images. Genau da, um diese Bilder geht es, ne? Genau diese Bilder kursierten so ein bisschen rum von den ganzen Chrome-Nados, wo so viele zu sehen waren, Portale, die wir auch nicht so kennen. Und da sind nicht mal Creative-Maps, ne? Einige haben ja vermutet, so von wegen, ah, das wurde in Kreativ erstellt oder sonst was, aber in Creative hast du keinen Tornado, den du kopieren kannst. Auch hast du nicht solche Elemente oder Portale oder was auch immer, die kannst du nicht. Sorry to make it to you, but they're fake. Because I made them. Muss im Unreal Editor sein. Nicht mal. Wirst du gleich sehen. So for anyone not knowing the story, on November 22nd we posted this image on a fresh Twitter account. Und auf einmal posten irgendwelche No-Names, ne? Das ist immer das Geilste. Man kennt ja eigentlich nach 5 Jahren Fortnite so die Hauptquellen von Informationen, sei es Leaker, sei es Creator, die auch schon mal vielleicht Insider-Infos haben, ne, oder mit den Augen zwinkern, wenn es um Chapter 4 geht, man munkelt. Dann erfährt man schon Sachen im September, dass neue Chapter rauskommen und so weiter. Die kennt man. Aber auf einmal kommen so random Leute an, die du nie in deinem Leben gesehen hast. Was soll FN2924 sein? Wo kommt der auf einmal her und warum soll der auf einmal verlässliche Quellen und Informationen haben, ne? Allein das ist schon sus. Allein das ist natürlich schon, wer weiß, was dahinter steckt, ne? Aber der hat das jedem gepostet. The same with the other two. I said that we did it because my friends Yoshi and Rao helped me with the whole thing. Also here are the high quality versions of this. Und hier sind die ganzen Bilder ohne diesen Handy-Look, ne? Weil immer wenn es um irgendwelche gefakten Leak-Shots geht, aber irgendwelche Chapters oder was auch immer, ne, Battle Pass wurde geleakt oder was auch immer, ist die, ne, erwartest du eigentlich einen richtigen HD-Quality-Shot. Aber diese gesamten geleakten Bilder, die haben immer die rotzigste Qualität überhaupt. Wir leben in fast 2023. Das Jahr ist zu Ende. Ne, jedes Jahr kommt neue Handys raus, wo die Kameras verbessert werden. 50 Millionen Pixel, 5000 Linsen hier dran, ne? Zack. 5000 Linsen hier dran, ne, für 200 Zoom, 50 Zoom, 0,1 Zoom, Mikroskop, kannst du alles sehen und was auch immer. Ne, all top-tip-toppe Sensoren dran, kannst du in 8K aufnehmen, 60 FPS, aber wenn ein geleaktes Bild rauskommt von irgendeinem Battle Pass, dann sieht das immer so aus, als ob das so... Screenshot! Screenshot! Und dann ist das Ding verwackelt, gerastert, verpixelt, sein Urgroßvater, 120p mit Nokia, Powershot geschossen mit dem Handy, nee, nicht, mit dem Game, mit der Gameboy-Kamera ausgedruckt und dann sind das angeblich geleakte Bilder. Mit Rhino Shield oben drauf, ne? Genau so. Genau so ist es. Und anstatt immer solche High-Quality-Shots oder sowas, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ah, das wurde aus irgendwelchen Präsentationen ganz heimlich so gemacht, aber selbst wenn du heimlich so machst, ne, zack, ganz harten Screenshot oder sonst was, kriegt man eigentlich gute Qualität heutzutage hin. Auch nachts, auch im Dunkeln. Supposed leaks. In case anyone wants to see them, then the images went viral and the whole community was talking about them. Around 30% of you guys believed it, so I guess I made a decent fake leak. Okay, that's it for the story. Now I'll show you how I did all this. This is the first image that I posted. Das ist das, was ich zuerst gemacht habe. Tausende Chrome-Nados, die rumschwirren. Und ganz ehrlich, ich würde es eigentlich mehr Stimmung haben für das Live-Event und Chapter 4, wenn es aktuell im Fortnite so aussehen würde. Aus gameplay-technischen Gründen natürlich schwierig, weil du die ganze Zeit nur rumfliegen würdest. Aber wenn es jetzt einfach Tag für Tag für Tag mehr Tornados auf der Map gleichzeitig zu sehen sind. Weil aktuell auf der Map hast du nicht mal, du kriegst nichts davon mit, dass überhaupt ein Live-Event kommt, oder? Es gibt keine Zerstörung, es gibt keinen Collider, der eine Explosion rausbringt und so weiter. Der irgendwas sich auflädt oder sowas. Solche Tornados, wenn die jetzt immer mehr und mehr würden, würde auf jeden Fall Stimmung bringen. Es würde die entsprechende Stimmung bringen, Endzeitstimmung, dass die Map jetzt dem Boer Bach untergeht und so weiter. Das wäre cool. It's not even a render. It's just a screenshot from the game. Yep, that's correct. For this one, I just used a private server and summoned a bunch of Chrome Tornadoes. Und der hat einen privaten Server benutzt und hat dabei
einfach überall Chrome-Nados platziert, ne? Nicht mal Unreal Editor oder sowas. Nicht mal irgendwie Creative 2.0. Einfach zack, zack, einfach die Dinger gespawnt und fertig. Allein wenn du jetzt schon über die Map guckst, siehst du viel bedrohlicher und krasser aus, oder? Ich finde, das bringt schon die nötige Vibes rüber, ohne Fuchsmädchen, damit du so Endzeitstimmung hast, ne? That's it for the first image, now let's get to the second one. Ja, das zweite ist schon ein bisschen komplizierter, ne? Das cleane Image jetzt ohne diesen Handy-Ruckel-Effekt oder was auch immer, oder Nokia-Handy-Simulator, erkennt man natürlich, dass die Ränder hier viel zu scharfkantig sind, viel zu unsauber, nicht so detailliert. Auch hier die Umrisse viel zu scharf, ne, fehlen so ein bisschen irgendwie die Details, Filter, damit sowas ein bisschen realistischer the aussieht. The thing is, I didn't really record the footage of me making the second image, so I'm just gonna briefly tell you what I did. If I have to be honest, this was the hardest one to make. Und so hat er das gemacht. Importing the floating einfach 3D-Modelle von irgendwelchen fliegenden Sachen in sein 3D-Programm gepackt. U-Maps from Season 17 version of Fortnite. Von Season 7 then, tatsächlich. As you can see, I added this kind of distortions to some of them. So it seems like they're getting like pulled into the zero point or something, I don't know. I had an idea of like making pieces of the Chapter 1 and Chapter 2 map fall into the current map from the sky. So I added like rifts in the sky that would lead to the Chapter 1 and Chapter 2 map. Ja, das Ganze wird dann zusammengepackt und dann, wie macht man daraus ein vollwertiges Bild? So, und dann wird das Ganze geframed mit Charakter. Ne, packt man noch Bushi drauf. Alles in einem 3D-Programm. Now let's take a look at the further and the final. Und das basiert auf einem Leak, den wir mal bekommen haben. Ist lange her. Der Leak kam raus, als die Papiere zwischen Epic und Apple rauskamen. Und da war halt die Rede davon, dass Epic Games ein Basketball-Minigame in Arbeit hatte. Ist nie rausgekommen, wird es wahrscheinlich auch lange Zeit nicht geben. Vielleicht werden die es wieder irgendwann aufgreifen, vielleicht in Chapter 4, vielleicht in Chapter 5. Aber das basiert auf genau diese Idee, sage ich mal, auf diesem Konzept. Und hat daraus quasi selber ein eigenes Minigame gemacht. A few days ago it was leaked that there will be a Basketball-Minigame taking place before or after the event. So I decided to make it the render, with it being in space. I added the basketball U-map, Bushranger and the ball. Then I put an already existing basketball animation on Bushranger and slightly modified it. I actually wanted to recreate the animation. Genau das ist es, ne? Das war das Minigame, was Epic Games mal in Planung hatte, machen wollte und schade. Ist halt nie reingekommen, nicht mal in Creative oder sowas, ne? Es gab sogar ein paar Basketball-Creative-Maps, aber... And the UI from the old scrapped basketball game of Fortnite. Then I started lighting up the place and like destroying defenses because it was in space. Hat schon mal im Video, ja, aber... Frag mich nicht, welches Video das war. Da gab es auch viele andere Sachen noch. Ne? Da kam auch das mit The Rock raus, da kam das auch mit Lady Gaga raus. Viele weitere Sachen, die an den Epic gearbeitet hat. Lady Gaga ist bis heute nicht raus. Deswegen crazy. Aber ich weiß nicht mehr, wann das Video war. Irgendwo zu Chapter 2 Zeiten. Ne? Das, oder in, doch, irgendwo zu Chapter 2 Zeiten. Müsste irgendwo Season 7 herum sein, glaube ich. Wo die ganze Gerichtsverhandlung mit Apple und Epic Games war. Ich weiß nicht mehr, welches Video das war. Ist schon ein bisschen her. I made this video to show you how easy can making a fake leak be. Don't trust in everything that you see on the internet.
Sorry for the poor quality. Er sagt, er hat dieses Video erstellt, einfach um zu zeigen, wie leicht es ist, Fake Leaks zu erstellen und wie die Leute darauf reinfallen. Natürlich ist es ein gefundenes Fressen für alle möglichen Leute, die sich nicht auskennen oder einfach schnell die neueste Schlagzeile nehmen und dann sagen, hey, krass, Live-Event geleakt, das ist so. Gab's ein paar, ich habe glaube ich, 2 Clips auf TikTok gesehen, die gesagt haben, das gesamte Fortnite-Event wurde geleakt, ne? Und so wird das aussehen, voll krass, Alter, wird das, wo wird so sick, tragt Creator Code ein, bla bla. Ja, manchmal muss man auch Sachen hinterfragen, manchmal können solche Sachen real sein, keine Frage, ne? Manche Sachen können real sein, nicht immer weiß man alles, aber da muss man einfach mal schauen und Bestätigung gucken, beziehungsweise bis die reinkommen und das entsprechend auch so besprechen, ne? Ich bespreche auch oft Sachen so von wegen, ne? Hier ist ein Leak draußen, Gerüchte, erinnert ihr euch noch an die Hitzezone von irgendeinem random Reddit-Typ und so weiter, sowas nimmt dann seinen Umlauf, sowas verbreitet sich dann. Dann spricht man einfach darüber, ob das soweit wahr ist oder nicht. Well, view this video, but I'm a 3D artist, not a YouTuber. Anyways, that's it for this video. I hope you enjoyed it and see you in the next one. Kuss! Kuss! Sehr schöner Einblick, wie man sowas erstellt, denke ich mal. Und dass das Ganze nicht real ist. Und ich bin mir sicher, das ist eines der aktuellen Leaks, die sehr, sehr stark sich verbreiten und so weiter, ne? Und ja, deswegen checkt auch das Originalvideo aus. Klickt da bei ihm drauf. Hat bestimmt auch ein bisschen Arbeit gekostet, das Video und den Render zu erstellen. Und Stunny out.